JunkooTaster.com, episode 2159, and it's now about the Jägermeister Herbstlikör from Germany. Yeah, I think it's very famous, isn't it? And it's, in this iconic green bottle they have with the Jägermeister branding. This is a mini bottle. I think it contains two shots of Jägermeister. Yeah, the orange is also very iconic. They always use this color. Let's do it. Yeah, I think Jägermeister is especially also well known in the USA and in the UK. So, let's do it. Yeah, smells like a good medicine. Yeah, very good. I think there are other Herbstlikörs which get down smoother. In Germany, there are millions of different Herbstlikörs, and there's a really big competition. Jägermeister somehow managed it to get to grow very big to like an international fame. But it's a good liquor. There's nothing to say about it. It's a win. If you ask what my favorite is, something called Schirka Feuerstein, which are both, this is very similar to this product. Alright. Yeah. But it's good stuff, basically. Okay, who of you have tasted this? Ja, jetzt hier Jägermeister. Auf Englisch angefangen. Ich meine, es ist ja mittlerweile auch international bekannt. Aber es fällt sogar Slayer. Ich glaube, diese Metalband Slayer hat dafür auch schon Werbung gemacht. Ja, die machen viel mit Rockbands auch, glaube ich. Jägermeister hat es halt irgendwie geschafft, zu einem Kultgetränk zu werden. Zu einem deutschen Kultgetränk. Fast wie kein anderes deutsches Getränk so. Außer Becks. Also Jägermeister steht auf einer Stufe mit Becks. Genau. Ja, was gibt's zu sagen? Also es ist halt ein Kräuterlikör. Ich würde sagen, es ist nicht der beste deutsche Kräuterlikör, den es gibt. Also das ist hier eine Mini-Flasche. Ich kaufe mir ja keine Riesenflasche. Zwei Shots sind drin, habe ich gesagt. Stimmt das auch? Jein, 1,5 Shots sind drin. 3 kleine sind drin. Genau. Und die Flasche ist halt weltberühmt, würde ich sagen, diese grüne Flasche und auch der ihr Orange. Das verwenden die ja immer weiter. Immer wieder. Zum Beispiel auch der Jägermeister LKW, in dem das transportiert wird, hat auch dieses Orange. Genau. Ach ja, wunderbare Kräuteraromen. Geht super in die Nase. Brennt jetzt nicht zu krassen Rachen. Es gibt eigentlich Dinger, die schöner im Abgang haben. Aber was soll's. Und auf alle Fälle, ja. Was ist euer Lieblingskräuterlikör? Wenn ihr nach meinem Liebling fragt, mein Liebling ist Schirka Feuerstein. Ist aber auch mehr so eine Art Sentimentalität. Ich glaube, bei Alkohol oder allgemeinen Getränken ist auch viel Lokalpatriotismus immer dabei. So, das war die Folge. Danke fürs Zusehen.